Gut. So, willkommen. Ja. Ich war gerade wieder ein bisschen aufgebracht, deswegen habe ich auch zu spät den Knopf gedrückt. Der letzte Typ war hier. Also, wir sind an diesem Fenster, glaube ich, zwei oder dreimal vorbeigelaufen. Wir standen hier mit unserem Squad. Ja. Aber demonstrieren. Da sieht man ihn. Ja. Außer er hat dahinter gelegen. Also teilweise, es ist wirklich manchmal grauenvoll anstrengend, hier die letzten Gegner zu finden. Also hinterm Billardtisch hat er gehockt. Also ich habe keine Türen irgendwie vergessen aufzumachen, sondern alles gut. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ne? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. So, was ist denn eigentlich die Tastenkombination für alle Nachladen? Steuerung, Nachladen, N. Ich will es nicht, ich drück mal Steuerung N. Bringt das was? Ach so, ja. Steuerung S ist natürlich speichern. Ja, keine Ahnung. Was war das? Showing Danger Zones from Mercenary. Showing Danger View. Okay. Das ist der Danger View von Laura. Aha. Ist das gleich wie das? Ja. Ja, naja, okay. Ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, irgendeine Tastenkombination für schnell laden. Oder für alle laden. Aber das soll mir egal sein. Warum sind hier eigentlich Sachen? Okay, irgendjemand hat... Jetzt habe ich irgendeine Tastenkombination gedrückt für alle schmeißen ihre Sachen weg. Oder was? Nee, das ist das definitiv von Tor Kaufmann. Und das ist von Rosebud. Ich habe anscheinend Mist gebaut. Oh, mit dem GDI-Decoder. Oh, von wem war denn das? Ah, wer hatte denn den GDI-Decoder? Es war... War es Lynx 8? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war Lynx 8. So, hier sind Schlüssel. Ich weiß auch immer noch nicht, wer mein Schlüsseljunge ist. Ja, Trevor macht natürlich am meisten Sinn. Okay, ist irgend so ein Stackbarer. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Wen können wir denn Creeper gehen geben? Hier, Gus Torbor, jetzt kriegt mal Creeper gehen. Brauchen wir nicht heilen. Miss Laura kriegt auch Creeper gehen. Brauchen wir sie nicht heilen. Excellent. Alright. Und wollen wir hier aus dem anderen Squad. Okay, das ist tatsächlich alles der zweite Squad. Yes! Take the drug und dann bist du wieder fully healed. Gut. Der Squad ist also. Ich glaube, der erste Squad ist generell jetzt. Ah, okay, Rudolf ist nicht fully healed. Aber ich habe jetzt auch keine mehr. Ansonsten bin ich eigentlich so gut wie durch. Ja, gut, okay. Kantine und sowas könnte man alles mitnehmen. Könnte man. Muss man aber nicht. Geld könnte man mitnehmen, muss man aber nicht. Hat irgendjemand auch eine scheiß Waffe? Außer Rosebud natürlich, der hat immer eine scheiß Waffe. Glaube nicht, wa? Nö, bin erstmal ganz zufrieden damit. Dann fahren wir U-Bahn. Meine Lieblingsbeschäftigung. Dieses Mal ist zum Glück relativ einfach, denn es gibt nur eine U-Bahn. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es hier keine wichtigen NPCs gibt. NPCs! Hier, und jetzt staut sich hier wieder alles an der einen Dame. So, da. Squad Numero Uno. Exiting Sector. Weiter. Ah, so, wo kommen wir jetzt an? Wir müssen ankommen in Drake. Drake, wenn ich mich recht entsinne. War das überhaupt sinnvoll, was ich jetzt gerade getan habe? Ich überlege gerade.
Denn mein nächstes Ziel ist eigentlich die Insel. So, in Rocks bin ich, genau. Das war ja die Sache. Komme ich denn überhaupt mit der U-Bahn zur Insel? Nein. Nee, komme ich nicht. Es gibt keine U-Bahn auf der Insel. Okay. Dann meine Frage, wie komme ich darüber? Also ich weiß natürlich, dass es hier eine Fähre gibt. Coastal. Irgendwo war hier eine Fähre. Ich glaube, hier ist die Fähre. Wo auch der Ableger ist. Der Eingang zum Palast. Road. Ich habe leider keine Ahnung, ob man einfach durchs Wasser quasi durchlaufen kann. Impassable. Ah, da steht es sogar. Impassable. Unknown. Okay, da würde ich sogar durchkommen. Impassable. Coastal. Habe ich denn hier freie? Ellie, teste mal bitte was. Okay, es ist möglich, auf die Insel über Land zu kommen. Alles klar. Ja, tatsächlich, hier ist der einzige Weg rüber. Danke. Da, 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 da. Gut, das bedeutet, wir gehen wieder hier hin und müssen leider doch wieder zurückfahren. So, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Was? Excuse me, what was I supposed to do? Oh, ich drehe jetzt wirklich durch, wenn das jetzt die falsche U-Bahn ist. So, ich speichere. Es tut mir leid, es wird jetzt wieder ein kleines Experiment werden, welche U-Bahn die richtige ist. Aber ich hoffe, dass es so einfach ist. Mir gerade vorstelle. So, nicht go to sector. Almost go to sector. Oh, bitte lass mich in Adrian ankommen. Ich halte den Atem an. Und ich bin in Adrian! Yes! Super, super klasse toll, super toll, klasse toll, super, super toll. Ja, gut, dann gehen wir alle wieder raus aus der U-Bahn und werden uns Richtung Island machen. Ich muss mal gucken, ob ich da mit dem Auto hinkomme. Dann könnte es durchaus sein, dass ich doch ein Squad hier lasse und ja, vielleicht mal so einen Muschpoken-Squad mache. Mensch, jetzt Kinder, wer läuft denn da? Texas Tech. Geht Trevor so gleich im Eimer. Warum auch immer. Da, da, da. So, nein. Nicht go to sector. Was macht... Okay. Da war schon wieder der Fehler. Oder der Bug. Dass sie hinter der Mauer spawnen. Beziehungsweise dann den Level verlassen. So, wieder Tageslicht. Und wir gucken mal ganz kurz, ob wir mit dem Auto nach Island kommen. Das würde ich sehr gut finden. Allerdings bezweifle ich es ein bisschen. Ach, wie mache ich das jetzt? Scheiße ich einfach auf die 11 Leute und mache einfach nur einen guten Squad, mit dem ich losziehe? Hola. So, wir sammeln uns jetzt einfach mal hier. Wir haben noch gar nicht mit den Leuten gequatscht, wa? Wenn wir jetzt mit Gaston zum Beispiel einfach hier mit Gaston reden. I enforce you and your scoundrels. War, it is a magnet for the lowest of class. Ja. Though I don't like them anyways.
Ich bin von einem Haufen durchgeknallter Irrer umgeben. Das stimmt. Wenn du mich fragst, hier taugt keiner was in diesen Sauhaufen. I have a big problem with a posse, partner. With posse? Some people don't belong here. Or I could be in the wrong place at the wrong time. But mostly in the wrong company. Was sie alle hier ihre. Very much to learn. First thing is to move their fucking asses. Wie sich einfach alle gegenseitig hier runter machen? Naja, Söldner halt. Söldner. Wir testen Ravon Vehicle Le Humer. Kommst du bis nach Island? Nein. Bis dahin würde sie mit dem Auto kommen, dann allerdings nicht mehr. Gut, danke. Squad 1. Dann stelle ich mir jetzt einen Trupp zusammen, der nach Island fährt. Okay, also Trevor Colby definitiv. Den brauche ich für Türen. Lynx fährt auf jeden Fall mit. Laura hat die geile Waffe. Genau, Laura fährt mit. Thor Kaufmann fährt mit. Raven fährt definitiv mit. 2, 4, 5. Einer noch. Gaston würde ich dann hier behalten. Tex behalte ich auch hier. Dann fährt Gaston was mit. Scully lasse ich auch hier. So, das ist jetzt mein neuer Squad. 2, 4, 6. Genau. So, ihr fahrt bitte hier hin. Und der Rest macht irgendwas. Erstmal ganz kurz ein Level. Danke. Dann kann ich nämlich hier wieder nach Location sortieren. So, Monsieur Scully. Habe ich denn hier was zu repairen? Ja, ein Toolkit. Mechanic. So, Repair bitte. Items. Gaston. Dem geht's gut. Okay, Rudolf ist der Einzige. Der ja, behandelt sich quasi selber. Tex hat auch ein bisschen Mechanic. Aber den. Achso, den Hammer haben wir weggeschickt. Ja, dann weiß ich nicht, macht irgendwas. Hier trainiert. Da trainierst du mal. Leadership. Kann er nicht. Rosebud lernt Leadership. Gaston Cavalier lernt. Leadership kann er nicht. Ja. Das macht ihr einfach in der Zwischenzeit, wo ich ja, auf Reisen bin. Okay, ganz kurz. Muss doch nochmal kurz umswitchen. Dadurch, dass ich ja weiß, wo wir hin müssen, werdet ihr einfach den Sektor hier schon mal besetzen. Und dort dann auf den Rest warten. Und nach der Folge hier, also quasi vor der nächsten, werde ich dann auch schon mal unsere beiden Misses hier holen. Hierher holen in den Coastal Sektor quasi. Achso, okay. Die drei Irren müssen erstmal ein bisschen ruhen. The Sam Site in N4 Adrian Sam Site has been taken over. Das war gut bis hierher. Aha, okay. Ja, okay, die Sam Site wurde übernommen. Whatever. Ich habe eh keinen Piloten, von daher, viel Glück. Leadership. Die Arschhose. Leadership. Oder haben wir hier zufällig noch ein. Ja, da haben wir noch ein Toolkit. Das macht die Sache natürlich ein wenig anders. So, jetzt. Wir ziehen weiter. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt hier alle Sektoren nach und nach wieder einnehmen. Am Ziel angekommen. Was mir allerdings relativ Bockwurst ist. So, ich hoffe, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich es mir wünsche. Squad 1. Kommt ihr halt erstmal. Wir werden mal
kurz mal alles auffüllen. Achso, das ist noch normale Munition, alles klar. So, der muss auch sich leer schießen. Sie kann auf jeden Fall sich mal nachladen. Tor Kaufmann, ja, LSAT. Bei Lynx haben wir nicht das Problem mit der Munition, die wird dann noch zu Genüge finden. Für Raven. Das ist was? 5,5645. So. Dann haben wir jetzt davon auch erstmal wieder ein bisschen Munition über. Ist auch hier mega sinnlos, dass ich noch diesen Weltpack dabei habe. Okay, bitte lass es jetzt funktionieren. 5 Stunden 56, okay. Ja, ausgeruht sind sogar alle. Dann machen wir die lange, beschwerliche Reise übers Wasser. Ja, er hört sie's. Weiter. Weiter. I have some alarming news. Supplies of a vital chemical that stopped arriving. Could be a matter of days before production slows down. Then a couple more days before the plant is closed altogether. Ja, okay. Also die Plantage in Callisto ist, ja, I'm ready. Quasi keine... keine Stoffe mehr, Grundstoffe zum Weiterproduzieren und wird wahrscheinlich bald schließen. Ja, wie gesagt, ist mir wirklich Bockwurst. Medical, bitte. Medical, medical, medical. Alter, kommt jetzt mal langsam. So, damit herzlich willkommen auf Le Insel. Aber ich hoffe, es können alle schwimmen. Will you give the Eier, Woody? Es gibt bestimmt Ärger. Nein, ernsthaft. Oh oh. Okay. Das finde ich ein geiles Feature. Die, Camouflage ist quasi jetzt runtergewaschen, wenn sie schwimmen. Okay, Vorteil ist schon mal, dass alle schwimmen können. Ich muss bloß darauf achten, dass hier keiner an Müdigkeit stirbt oder untergeht. Bei Trevor ist es ein bisschen waghalsig. Alter, wo könnt ihr denn hier an Land gehen? Ach, hier hinten. Ihr schwimmt jetzt aber nicht bis dahin. Könnt ihr vergessen. Okay, ihr müsst tatsächlich bis dahin hin schwimmen. Okay, halt, halt, halt. Wir machen mal ganz kurz Pause. Stopp, 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 stopp. Stopp! So, okay. Kurze Verschnaufpause bei allen. Kann ich die zusammenpacken? Nee. Nein. So, dann zweite Tour für Miss Raven. Laura, boah, der geht sogar noch halbwegs gut. Zweite Tour. Tor Kaufmann. Der hat auch noch Cola. Zweite Tour. Boah, Lynx geht's tatsächlich noch hervorragend gut. So, finde ich die nächste Tour. Gastarbeit. Nicht ganz wie die Schwimmerfigur, aber sollte er hinkriegen. Ja, und Trevor Colby. Der wird sich ziemlich...
ordentlich quälen jetzt hier, den letzten Metern. Okay, Raven hat es schon mal geschafft, sehr gut. Okay, Raven sichert uns dann erstmal so ein bisschen ab. So, jetzt muss ich hier... Oh, ist das eine Arbeit, jetzt hier alle herzuholen. So, ich hoffe, es schaffen jetzt auch alle. Und wenn wir das dann gemeistert haben, können wir dann also entspannt angreifen. Und haben es endlich auf die Insel geschafft. Auf The Island. So, meine Damen und Herren. Das Ganze werden wir dann leider erst in der nächsten Folge sehen. Denn ich mache jetzt einen kleinen Cut. This weapon is jamming. So. Ja, gut, okay. Da ist der Last am Weg. Alter! Das war ja massiv verzogen. Ja, wie gesagt, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ich kriege Thor Kaufmann hier noch irgendwie ans Land. Bevor er mir hier untergeht. Und out of action points rennt. Ja, also, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao und tschüss.